Als nächstes würden wir weitermachen mit dem Team 6 von Biggie. Woo! Erste Gruppe, wo du Biggie. Wie lief eure Fan? Sind denn in eurer Gruppe zwei weibliche Artists? Und wie hast du sie einsetzen können? Gab es da Komplikationen? Nö, hörst du gleich einfach. Komm, viel Spaß mit dem Auftritt. Danke, Mama, dir, die Fu. Guck, ich supporte meine. Ich bin die Fu, ich supporte meine Gruppe. Willkommen am Block, Generation 2002. Trag Expendo Clip in meiner Mahal-Razzia durch Polizei. Paranoid, das sind schon dafür gib. Pack-Pack-Kette immer Redim, maximale Adrenalin. Amor, Amor, ich will nur wissen, wie du weißt. Schickst mich in Trance, Baby, ich bin hypnotized. Du weißt, wer ich bin, Amor, jeder weiß Bescheid. Saint in der Haus nimmt sich heute für dich Zeit. Ich hab dich jahrelang gesucht. Dachte ich wäre dein Babe, ruf mich nicht mehr an, nicht mehr um 2 Uhr nachts. Ich hab's bereut, denn ich hab mich an dir verbrannt. Wollt's mich jeden Tag aus dem Block rausholen, aber mein Leben hängt auf der Strada. Bin immer da, wenn du mich mal holst, das schwör ich dir, gib keinen Antwort. Mi amor, mein Herz ist kalt, aber das ist alles, ich mach nur mi amor. Da ich nachts immer weg bin, Leben auf weg, chill, nimm ich in Kauf. Aber mi amor, ich weiß nicht, wie sie heißt. Aber warte, bevor wir auf Benzko gehen, ne? Wie krass hast du hier Danny geleitet? Ja. Guck mal bitte, wie Biggie Danny zur Seite nimmt. Er gibt ihm Hilfe, jetzt. Distanz, stoppert die Monkey auf Distanz. Wenn die Kugel dich trifft, ist das Schicksal. Azrael ruft. Gaddafi, aktiv Mann, ich schuss auf Trafik. Bleib beim Bandit, Haragasson, schon beim Bunko, Sassin. Fans, pull up, auf locker, in Nike DNs. Sicher, dritte, bist du fett. Ich muss gerade, weil bleib mal da. Ich muss ja orientieren, Bruder. Der Dani kam und Fakten ist eine Person, die sehr schüchtern. Wissen viele, glaube ich. Und die kommt gar nicht aus sich raus. Und davor hat der machen. Klartext gesagt, auch so, hör mal zu, gleich wird sich bewegt und hier, blablabla. Weißt du, was ich meine? So, Performance 1A. Und weil ich dachte, das könnte schief gehen, weil Fatme zurückhaltend ist, wird die da irgendwie, keine Ahnung, Bruder, die knockt ihn einfach gleich aus, wir sehen aus Reflex. Und dann kam Dani neben Gento, aber Dani war nicht dran, nicht Gento, sondern Fatme. Und da habe ich Dani gesagt, ey, Bruder, komm direkt nach hier, weißt du, was ich meine? Und lass Fatme deswegen. Lass dich brich deine Zähne, von wen hast du Name? Ware, Hase, Bruder, irgendwann zählst du die Tage. Tirana City, wir lieben uns top. Die Glocke am Zippi, sag, wie lang soll das vorgehen? Das mit uns ist vorbei, ich lass dich stehen, hey. Dein Baby-Girl wirst du nicht mehr sehen. Wisst ihr, was ich schön finde? Ja. Biggie, ich find's geil, wie Biggie wirklich, also man merkt, wie Biggie sich die Mühe gibt, um mit seinem Team zu arbeiten. Ja. Habe ich recht, Ilo? Sehr, 100%, ja. Weißt du, woran ich das merke? Gerade, er hat rotiert erstmal im Auftritt. Das heißt, ihm ist wichtig, dass der ganze Song gut wird. Nicht nur, er achtet nicht nur, gleich ist mein Part, ich muss die Hook gut abliefern. Sondern er will einen runden Song abliefern. Das habe ich gemerkt, sonst würdest du nicht rotieren hin und her. Plus noch, gerade dieses Baby Girl von Fatme. Ja. Das ist natürlich Biggies Inspo, ne? Also ich hab dir auf jeden Fall geholfen. Ja, so. Ich muss aber hier an der Stelle auch sagen, wie du die Frauen eingesetzt hast. Ja. Ne? Das hast du besser gemacht als die Gruppe von Asuna zum Beispiel. Mhm. Also es ist nicht so, dass die Frauen jetzt untergegangen sind, sondern die haben eher den Part cooler eingeleitet für dich. Fatma hat dich cool eingeleitet. Ilo hat Repressive cool eingeleitet. Das ist gut, Bruder. Also die Konstellation hier, die Struktur ist gut. Ich glaube auch, die Ilo hat sich wohlgefühlt, so wie die da springt. Ich hab versucht einfach alles zu geben, dass es nicht heißt, Ilo ist schüchtern oder so. Ich so, ja! Ne, hast aber gut gemacht. Busy all night.
Biggie, erstmal danke für euer Auftritt. Ich muss sagen, die Struktur hat mir gefallen, auch zwischen den zwei weiblichen Artists. Gute Melodien, gute Cuts gemacht auch. Ich finde, ihr habt den Beat richtig auseinandergenommen. Sehr klar. Also gut gemacht. Das war auf jeden Fall eine gute Leistung. Das, was gut strukturiert zwischen den Frauen war, ist, dass sie nicht untergegangen sind. Also ihr habt das perfekt strukturiert, sodass sie auch geglänzt haben zwischen all den anderen Jungs. Gut gemacht, Digi. So, das ist cool. Ich war maximal glücklich, ne? Maximal. Ich war etwas überrascht von dem einen oder anderen Künstler aus der Konstellation. Beispielsweise von Ilo. Du hast mich sehr positiv überrascht, muss ich sagen. Ich habe sehr oft gesagt, dass du noch zu zurückhaltend bist. Heute bist du mehr aus dir rausgekommen. Flummi! Habt ihr gemerkt, wie glücklich mich das gemacht hat? Ja. Einfach Doodle Jump. So, aber du bist auf einem guten Weg. Fatme, du bist auf jeden Fall auch noch viel zu schüchtern. Du bist viel zu zurückhaltend, immer an der Seite für dich. Du musst mehr aus dir rauskommen. Werd offener. Aber dafür ein sehr guter Auftritt, wie ich finde. Ich finde, Repressive, du bist auf dem Song komplett untergegangen. Jetzt nochmal, warum? Das ist die Frage an dich. Was denkst du denn, woran es liegt? Jetzt nochmal, warum? Also ich habe meinen Part abgegeben, so wie es sein sollte. Wir haben alle unsere Parts abgegeben, strukturiert. Mein Herz ist kalt, aber das ist alles mal nur mi amor. Und ich hatte einen Versprecher drinne. Und echt? Ach, haben die gar noch das gar nicht gecheckt? Das war vor Ort so, der hatte einen Versprecher. Das wurde aber leider irgendwie nicht gezeigt. Aber ja, egal, der Repressive hat es ja zugegeben. Ich bin zufrieden mit meinem. Das war todesheiß da drinne, weißt du doch. Oh nein, ihre Schmerzen. Deswegen sitze ich jetzt nicht so ein großes Problem da. Ilo nicht schwitzen. Lisa, innerlich denke sie. Ja, ich schwöre. Okay, Biggie. Ja. Wir bitten euch wieder zurück ins Kerl zu gehen. Ey, ich war so glücklich nach diesem Auftritt. Hast du das Team? Kommt mal bitte einmal nach vorne. Warte, bevor wir hier das hier machen, wen. War jetzt. Ist ja cringe, wenn ihr sagt, wen ihr am besten macht. Wen fandst du am besten? Von dem Team? Ja, ja. Boah. Hier fand ich sogar mehrere richtig gut. Boah, ich fand auch eigentlich voll viele. Dani finde ich, fand ich gut. Bensko also fand die ich besten gut. Waren Bensko, Biggie, Fatme, Ilo und Biggie. Ilo. Ja, die vier. Ja, Biggie. Und Zane fand ich auch gut. Also ich fand seine Boah, an Zane zum Beispiel, ich erinnere mich jetzt gerade gar nicht mehr. Ja, zum Beispiel, ja. Ich hatte gar nicht mehr jetzt gerade im Kopf. Aber, weißt du warum? Er war gut, er war nicht schlecht, aber weil die Gruppe viele gute Einzelkünstler hatte, sind manche ein bisschen runtergegangen. Wie krass, ich habe jetzt gerade das Gefühl, ich habe Zanes Auftritt nicht gesehen. Aber ich erinnere mich nicht an ein Wort von ihm gerade. Basstechnisch war der gleich. Krass. Es kommt halt immer auf die Künstler an, wie die das machen. Stimmt. Okay, ja, jetzt. Ja. Krass. So, auf Kurzflex. Meine Stimme ist da auf Knopfdruck. Ihr wisst doch.